Im Handelsabkommen TTIP zwischen Europa und Amerika sollen auch Sonderklagerechte für ausländische Konzerne enthalten sein. Das ermöglicht den Unternehmen, nationale Gerichte auszuschalten und Staaten vor privaten Schiedsgerichten zu klagen, wenn Gesetze ihren Profiten im Weg stehen. Gewerkschaften und Arbeiterkammer verlangen die Streichung dieser Ausnahmen. Bis ins letzte Detail wissen Befürworter und Gegner des umstrittenen Handelsabkommens TTIP immer noch nicht, was die EU und die USA alles genau verhandeln. Das verriet die seit November amtierende EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström auch bei ihrem Wien-Besuch in der Akademie der Wissenschaften nicht. Genau diese Intransparenz wird von Arbeiterkammerpräsident Rudi Kaske scharf kritisiert. Ich glaube, dass die neue Kommission einerseits einen richtigen Schritt gesetzt hat, dass sie hier transparenter vorgeht, aber insgesamt, so wie es heute hier von der Kommissarin gesagt worden ist, dass die Verhandlungen jetzt schon super transparent sind, das sehe ich nicht. Da gibt es noch weiteren Bedarf, weil es ja nicht um Verhandlungstexte sehr oft geht, sondern um Empfehlungen der Kommission, die hier wiedergegeben werden. Und ich glaube, da ist noch einiges zu tun. In Österreich richtet sich der Widerstand vor allem gegen die sogenannten Investitionsschutzklauseln. Ja, durch das Sonderklagerecht könnte ein Konzern eine Schiedsstelle anrufen und zum Beispiel sagen, die Mitbestimmungsrechte der Arbeitnehmerinnen, die es in Europa gibt, behindern uns im freien Wettbewerb. Und sie könnten damit Europa oder Staaten auf Schadenersatz verklagen und so Druck darauf ausüben, dass die Mitbestimmungsrechte der Arbeitnehmerinnen reduziert werden. Dasselbe gilt aber auch für Umwelt- oder Qualitätsstandards. Dass der Investitionsschutz ein Knackpunkt werde, räumte auch Vizekanzler und Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner ein. Mitterlehner forderte eine qualitative Verbesserung des Investitionsschutzes, weil sonst die Akzeptanz in Österreich fehlt. Von einem gut gemachten Abkommen könne Österreich aber profitieren. Das sieht man auch beim österreichischen Gewerkschaftsbund ähnlich. Handelsabkommen können grundsätzlich schon eine positive Auswirkung haben, aber sie müssen so gestaltet sein, dass das europäische Sozialsystem erhalten bleibt, dass wir unsere Umweltschutznormen, unsere Qualitätsnormen erhalten können.